Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe heute große Freude, nach Heidelberg zu sprechen und zwar mit der lieben Maya Görz. Hallo, ich grüße dich. Hallo, schön, dich zu sehen. Ja, schön, dass das geklappt hat und was mir bei dir sofort einfällt, dass einfach das Wort Sprache und dass du einfach mit Sprache kannst. Du bist Texterin, du bist Autorin, du bist auch Journalistin. Und kannst auch mit der Sprache gut, wenn ein Mikrofon vor dir ist oder sogar auch in der Vergangenheit und jetzt, wenn die Kamera vor dir ist, kannst du auch gut. Also Sprache ist einfach deins. Was ist denn überhaupt dein Antrieb, was Sprache und diese Sprache sozusagen zu erschaffen? Was ist ja grundsätzlich dein Antrieb, warum du so vielseitig da bist? Erstmal Dankeschön. Bitteschön. Ich glaube, erstmal ist es ganz viel Spaß, dass Sprache mir sehr viel Spaß macht und ich mag die verschiedenen Möglichkeiten, die Sprache bietet, irgendwie auszureizen, weil es so vielseitig ist. Und neben dem Spaß ist es ganz viel verstehen wollen. Also ich glaube, dass über ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Sprache zu verwenden, ich die Welt besser begreifen kann. Also wenn ich kreativ schreibe, irgendwie mich besser verstehe oder meine Vergangenheit besser verstehe und im Journalistischen zusammenhänge und klingt so groß und pathetisch, aber die Welt irgendwie. Und ich glaube, dass das irgendwie mein größter Antrieb ist, verstehen zu wollen und mündig zu werden darin auch. Also auch die Neugierde, ne? Ja, die auf jeden Fall. Steckt, ja. Wie hat denn das angefangen, die Schreiberei, sage ich mal, Worte zu texten? Wie hat das angefangen? Ist irgendwas passiert? Gab es einen Ausschlag, einen ausschlaggebenden Punkt oder so? Oder wie? Ja, irgendwie schon. Also erstmal so, ich habe an meinem 7. Geburtstag mein erstes Tagebuch geschenkt bekommen und habe seitdem immer Tagebuch geschrieben und deswegen war das dieses Gefühl von, ich darf dem, was in mir passiert, Worten geben und mich damit ernst nehmen, schon sehr lange da. Aber irgendwann hat es aufgehört und es gab eine Zeit, in der es mir nicht gut ging. Und ich erinnere mich sehr an einen Moment, an dem ich irgendwie auf dem Bett lag und telefoniert habe und so an die Decke geguckt habe und eine sehr wichtige Person zu mir gesagt hat, ja, der größte Sieg wäre doch, was draus machen zu können mit dem, was gerade ist und irgendwie was draus zu schöpfen und zu erschaffen. Und das hat irgendwie sehr gewirkt und dann habe ich erstmal wieder angefangen, irgendwie nur so ganz privat für mich zu schreiben. Und je länger ich das gemacht habe und je mehr ich gemerkt habe, das hilft mir und ich verstehe mich wieder mehr, desto mehr konnte ich es irgendwie nach außen tragen und über das Gefühl von, ich will wieder sprechen können, um wieder mehr Dinge zu begreifen, glaube ich, kam es auch, das wieder in mehr Richtungen zu streuen und überhaupt wieder lauter zu werden. Ja, merkt man auch, dass du genau auch hinschaust. Ich nenne es mal, du hast vielleicht die Gabe oder hast es dir selber beigebracht, so richtig das Thema oder den Text oder die Begrifflichkeit, um das es gerade geht, richtig auszuleuchten. Habe ich gemerkt bei dem einen Text, den du eingesandt hattest, der ist sehr, sehr bis ins kleinste Detail. Und wenn man gerade meint, im Text wäre man jetzt so richtig angekommen, geht es aber immer noch weiter. Also du schaust dann wirklich immer ganz, ganz, ganz genau. Ne? Das ist schön, dass das so ankommt. Ja, ich glaube, ich neige insgesamt dazu, Dinge auch sehr zu denken und so rein zu zoomen. Und das zeigt sich, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich schreibe dann. Ja, Fragen gestellt hast du ja im Übrigen schon als Kind und zwar auch im Fernsehen. Und zwar warst du mal eine Kindermoderatorin, wenn ich das richtig zusammenbekomme, bei einem Sender und hast Erwachsene, glaube ich, interviewt, ne? Ja, genau, das stimmt. Das war echt eine tolle Zeit für mich. Also das hat, glaube ich, ganz viel gemacht für mein Selbstbewusstsein jetzt. Also zu wissen, wie man Fragen stellen kann, irgendwie selbstbewusst aufzutreten und auch keine Angst vor älteren oder vermeintlichen Autoritätspersonen zu haben, dass ich, egal wie alt ich bin, trotzdem es verdiene, ernst genommen zu werden. Und ich glaube, für dieses innere Gefühl und dieses Selbstbewusstsein hat das ganz viel gemacht für mich. Durftest du dir die Fragen? Ja, sorry.
Durftest du dir die Fragen eigentlich selber ausdenken oder hast du die gekriegt? Das war immer eine Mischung. Also ich habe immer selbst Fragen überlegt und die Redaktion und dann hat man das zusammen abgesprochen. Und wenn ich eine Frage von der Redaktion nicht hätte stellen wollen, hätte ich das auch nie gemusst. Mhm. Ja. Ja, jetzt kannst du ja mit der Sprache, wie wir gehört haben und auch schon gelesen haben, sehr gut, sag ich mal, umgehen, auch jonglieren. Und du unterscheidest das ein bisschen selber zwischen deinem kreativen Schreiben, also Kurzgeschichten, oder aber journalistischen Schreiben. Und da kannst du aber auch wunderbar, wie gesagt, die Begrifflichkeit oder das Thema auch ausleuchten. Das ist gut, wenn du die Sprache jetzt als Ganzes betrachtest, in der heutigen Zeit vor allem, und wenn wir mal noch das Thema mit Gendern kurz mit reinholen, wie ist das für dich als freiheitsliebender Schreiber mit dem Gendern heutzutage? Ich gender schon, aber ich glaube auch, also ich gendere in meinen journalistischen Texten, wenn ich das darf. Also es gibt ja auch Redaktionen, die das nicht erlauben zum Beispiel. Das finde ich schwierig dann, weil ich es irgendwie wichtig finde, wenn es um Themen geht, die neutral dargestellt werden, finde ich, sollte die Menge mit einbezogen werden. Und ich glaube, dass es vielen Menschen wichtig ist, sich angesprochen zu fühlen und dass das mit dem Gendern erreicht werden kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich in meinen Kurzgeschichten nicht gendere. Also ich achte irgendwie darauf, neutrale Formen zu verwenden oder wechsle dann vielleicht mal zwischen den Geschlechtern, wenn ich was beschreibe. Aber da ja, gendere ich nicht. Ja. Wie ist es bei dir? Woher bekommst du deine Inspirationen? Auf der einen Seite für das kreative Schreiben oder wie machst du das im Journalismus? Du führst ja selber einen Blog, wo du Themen beschreibst. Da suchst du ja sozusagen selber aus. Da sind übrigens auch sehr interessante Themen dabei. Kann ich nur jedem empfehlen, mal drauf zu schauen. Dann bekommst du natürlich auch im Journalismus dann auch Vorgaben. Wie ist die Inspiration im Kreativschreiben? Woher nimmst du die? Ich glaube, dass es dafür für mich ein mit offenen Augen durch die Welt gehen braucht. Also es gibt oft Motive, die ich in meinen Geschichten schreibe, die ich höre oder sehe. Und mir dann viel meine Handynotizen aufschreibe. Also ich habe mal eine Kurzgeschichte geschrieben und da kommt ein Mann vor, der in der Bahn sitzt und auf seinem Handy schreibt und jemand fragt, habt ihr geheiratet? Mhm. Und das habe ich als Motiv benutzt und das gab es wirklich so. Und dann sind es viel Gespräche oder Sätze, die Menschen sagen. Also ich habe das oft, dass irgendein Satz fällt und dieser Satz stößt so Gedankenketten an. Und das schreibe ich mir viel auf. Und gleichzeitig ist es aber auch viel, immer wieder zumindest, Verarbeitung von eigenen Gefühlen und Gedanken, die vielleicht auch schon eine Weile zurückliegen und die irgendwie noch ein bisschen gehört werden müssen. Und im Journalistischen, würdest du schreiben, um zu schreiben oder gibt es nur Themen, bestimmte Themen, sag ich mal so? Auch beides. Also ich glaube, dass es natürlich irgendwie Themen gibt, die mir mehr liegen und es gibt immer irgendwie persönliche Interessen und Vorlieben da. Aber ich glaube, dass es da ähnlich ist, dass aus Diskussionen mit FreundInnen irgendwie entsteht, okay, über das Thema möchte ich noch mehr wissen oder noch mehr informieren und dann auf meinem Blog darüber schreibe oder so. Aber ich glaube, dass das, aber beides ganz viel so aus Gesprächen auch entsteht und sich gegenseitig zuhören. Ja, das Miteinander, das finde ich auch sehr interessant und auch sehr spannend finde ich ein Projekt, ich nenne das jetzt mal ein Projekt von dir. Du hast noch einen Podcast mit einem sehr interessanten Thema. Eigentlich ist das ein Alle-Welt-Thema, weil es einfach so ist, gibt es ganz viele Milliarden davon. Ja. Und zwar das Thema Vater-Tochter. Wie bist du da drauf gekommen? Was ist da wieder passiert und was behandelst du da oder worum geht es da genau? Ja, das ist auch so eine klassische, es ist aus einem Gespräch entstanden Situation. Das war, da saß ich mit meinen Eltern am Frühstückstisch und irgendwie habe ich über Projektideen gesprochen und erzählt und dann kam so dieses, ja, Vater-Tochter wird so wenig thematisiert. Also es gibt
total viele Serien, in denen Mutter-Tochter-Beziehungen ein großes Thema sind. Also allein mal Gilmore Girls, was hier super bekannt ist. Und was Vater-Tochter-Beziehungen angeht, ist das sehr oft negativ oder konnotiert oder so skeptisch betrachtet. Also entweder so ein, die hat einen Vaterkomplex oder ist das schon zu eng oder die will ihm nur gefallen, die möchte den Vater beeindrucken. Sowas alles. Und so habe ich das bei mir und meinem Vater nie so wahrgenommen. Und ich glaube, dass die Idee daraus entstanden ist, dass wir uns so eng, also dass wir uns so nahe stehen. Und gleichzeitig war mir wichtig, eben nicht nur so ein heile Welt-Ding zu präsentieren, sondern ganz viele verschiedene Dinge zu hören dazu. Und dass das bei ja, vielen Freundinnen von mir irgendwie auch sehr bewegende Themen sind, wie das Verhältnis zum Vater ist. Und dass mir das deswegen, glaube ich, auch noch mal mehr aufgefallen ist. Ja, und da lädst du nämlich in der Tat Vater und Tochter ein, also andere. Und ja, du lädst also, wie gerade gesagt, dir auch echte Eltern, sozusagen also echte Vater und Tochter ein, die dann von dir Fragen gestellt bekommen, ne? Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut über die Offenheit, die meine InterviewpartnerInnen hatten, weil das ja schon irgendwie ein intimes Thema ist und ich glaube, ich auch intime Fragen gestellt habe und mir einen Einblick zu gewähren und nicht nur mir, sondern allen, die möchten, habe ich als sehr wertvoll empfunden und habe irgendwie auch sehr für mich berührende Begegnungen gehabt damit. Finde ich total spannend, weil es nämlich aus verschiedenen Richtungen einfach für mich, für die Menschen total interessant ist. Also vielleicht für Menschen, die ein schlechtes Verhältnis haben, aber vielleicht auch für welche, die ein gutes Verhältnis haben, für Leute, die vielleicht etwas lernen wollen oder ähnliches. Also ich finde das total gut. Eigentlich auch fast eine therapeutische Geschichte, ne? Wenn man so sieht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Woran arbeitest du denn im Moment noch so? Also du bist ja sehr vielseitig unterwegs. Was hast du noch für Projekte im Moment? Ja, das ist immer so ein bisschen aufregend, das dazu zu sagen. Ich arbeite gerade hauptsächlich an einer Kurzgeschichtensammlung. Also ich habe über, ja, vor allem das letzte Jahr, würde ich sagen, da deutlich intensiver als davor noch Kurzgeschichten geschrieben und die passen auch thematisch zusammen in eine gewisse Ordnung und ich fände es schön, damit noch ein richtiges Projekt zu machen. Ich bin auch mit einem befreundeten Fotografen gerade am Überlegen, ob wir ein Fotoprojekt damit machen noch. Also, dass wir Text und Bild vereinen und da uns mal richtig Zeit nehmen für noch. Aber auf jeden Fall, ja, fände ich es schön, wenn mit meiner Kurzgeschichtensammlung irgendwie ja noch was passiert oder ich das noch weiterentwickeln kann. Also Sprache auf jeden Fall in Textform sowieso, Podcast im Mikrofonform, selber wieder mal hinter die Kamera gehen. In dem Bereich, ist das ein Wunsch, ein Ziel von dir wieder oder nimmst du einfach das Schicksal an, wie es kommt? gar nicht so einfach zu sagen. Also ich glaube, dass gerade das geschriebene Wort irgendwie im Vordergrund steht für mich. Aber ich schließe es auf keinen Fall aus. Also ich würde da gern noch mal was machen, aber auch, genau, ich habe ja die Erfahrung mit irgendwie vor der Kamera stehen, fände aber auch die Seite dahinter ganz spannend mal. Also wie laufen da die Reaktionen wirklich ab? Und ja, da noch mal Erfahrungen zu sammeln, ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, finde ich ganz spannend und ich weiß ja, dass du schreibst ja durch Fragestellungen sozusagen, also durch Neugierde und so, deswegen wäre es natürlich auch interessant, dass, wenn du weiter auch anderen Menschen Fragen stellst, also eine Art Moderation oder so, wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend für dich, ne? Sag mal, hast du in deiner Familie eigentlich so ein bisschen was geerbt? Sind die alle irgendwie künstlerisch oder literarisch unterwegs oder bist du da die Einzigste? Ich glaube, ich habe einen anderen Weg, wie ich mit Sprache umgehe als meine Familie, aber Sprache hat immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Also bei mir zu Hause gab es sehr, sehr viele Bücher und ja, das klingt immer so ein bisschen komisch zu sagen, weil genau, ich komme aus einer Akademikerfamilie, in denen
der auch immer wieder dann Bücher publiziert wurden. Und deswegen war Sprache hat immer einen hohen Wert. Und das wurde mir schon ganz früh vermittelt. Und die Art und Weise, so kreativ zu schreiben, taucht sonst nicht so auf, würde ich sagen. Aber dass Kreativität hoch geschätzt wird, das schon. Also ich habe viele kreative Menschen in der Familie. Ja, und Sprache wurde immer schon hochgehalten. Und das habe ich sehr mitgenommen von zu Hause. Und das auch immer in Verbindung mit Menschsein, weil du studierst nämlich auch als auch Nebenfach, glaube ich, Philosophie. Und du studierst Kultur, warte, ich krieg's nicht mehr zusammen. Germanistik im Kulturvergleich. Kulturvergleich, genau. Was ist Kulturvergleich? Gut, das sagt das Wort schon. Also es ist in der Tat wirklich das Wort. Das heißt, ihr schaut euch die verschiedenen Kulturen an. Genau, also der Fokus, also es ist ja schon noch Germanistik, das heißt, der Fokus liegt schon auf deutscher Sprache und so, aber man macht relativ viel Kulturwissenschaft, untersucht interkulturelle Kommunikation. Es gibt auch Menschen, die Deutsch als Fremdsprache an meinem Institut lernen. Also es ist einfach ein bisschen ein weitgreifenderer Blick. Ja, und die Philosophie ist natürlich sowieso immer spannend, wie ich persönlich das finde. Auf jeden Fall. Ja, du wirkst so erfahren und auch so positiv. Ich hoffe, ich habe jetzt eine richtige Einschätzung, dass es ist. Was kannst du? Wir haben jetzt ja gerade vor allem für die Kulturszene im Moment ein bisschen auch für viele Literaten natürlich und für Künstler eine herausfordernde Zeit. So möchte ich das einmal benennen. Was hast du denn auch vielleicht den ein oder anderen Tipp, wenn einer Schreibblockade oder nicht weiterkommt oder viele, viele Aufträge abgesagt werden oder ähnlich so grundsätzlicher Natur, was kannst du denn denen ja, als Mutmacher noch mitgeben? Das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, trotzdem rausgehen, auch wenn es schwierig ist und vielleicht mal die Kopfhörer rausnehmen. Also ich merke das viel, wenn ich unterwegs bin und Kopfhörer drin habe und irgendwie so ganz in meinem Film bin, schottet man sich ja so ein bisschen ab. Und ich glaube, dass irgendwie rausgehen und mit Menschen sprechen und versuchen, Dinge wahrzunehmen im Außen, die vielleicht erstmal nur kleine Details sind oder unwichtig erscheinen, das ist zumindest für mich oft eine Inspiration oder so ein kleiner Anstoß. Und das auch wenn einem nur ein einzelner Satz in den Kopf kommt, aufschreiben und irgendwie immer ein Notizbuch dabei haben oder so, das, glaube ich, hilft mir am meisten und wäre natürlich schön, wenn das auch anderen hilft. Liebe Maya, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir.